Hallo! Heute gibt es das zweite Video mit dem Julian. Und zwar möchten wir eine Chubby Bunny Challenge machen. Und ja, wer gewinnt? Ich gewinne. Ich gewinne. Nein, also ich glaube auf jeden Fall, dass ich gewinne. Und wie viele Marshmallows kriegen wir in den Mund? Das raten wir vorher mal. Ich sag, oder sag du erstmal? Nee, ich sag, ich krieg mindestens 8 rein. Dann krieg ich mindestens 10 rein. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Okay, dann geht's los. So, die Challenge läuft folgendermaßen. Wir müssen uns abwechselnd so einen Marshmallow in den Mund drücken und danach immer einmal Chubby Bunny sagen. Und wer am längsten durchhält, beziehungsweise halt am meisten Marshmallows im Mund hat, der hat dann am Ende gewonnen. Okay, wer fängt an? Du. Gott. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Die andere Seite, ne? Boah, sind die Chubby groß? Bunny. Das war schon Bunny. Boah. Chubby Bunny. Oh. Chubby Bunny. Sind das drei? Ja. Oh. Aber Chubby Bunny. Papier, ne? Oh! 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 Kabelbangel! Kriegst du noch gut Luft? Kabelbangel! Was kriegst du? Kabelbangel! Oh! Kabelbangel! Er hat gewonnen. Ja. Wie viele waren das? Hast du mitgezählt? Ich glaube 11. Also wir zählen das nach und schreiben euch das dann natürlich ins Video rein. Dahin. Und dahin auch. Ja, ja klar, für jeden eine Frage. Okay. Übrigens, ich bin total erkältet, deswegen sieht meine Nase so rot aus. Ich habe das gerade gesehen. Und ja, ich bin sehr traurig, dass ich verloren habe. Also das ist krass. Ich dachte, ich krieg viel mehr rein. Ich bin total daran erstickt. Ja. Ich habe einen richtigen Würgereiz bekommen. So war es. Also ich weiß nicht, wie Leute da irgendwie 15 Stück in den Mund bekommen. Es geht nicht. Wahrscheinlich größeren Mund. Obwohl du damals... Ja, ich wurde früher immer Breitmaulfrosch genannt, weil ich so einen großen Mund habe. Aber deswegen habe ich gedacht, ich gewinne, aber nein. Okay. Gut, das war's mit unserer Chubby Bunny Challenge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns über ein nettes Kommentar freuen und sonst sehen wir uns hoffentlich bei meinem oder vielleicht unserem nächsten Video wieder. Mhm. Und bis dahin sagen wir Tschüss!